Hallo miteinander, hier sind die Smoke Weed Brothers und wir sind wieder back mit unserem neuen After Effects Tutorial. Okay, heute wollen wir sowas erstellen. Okay, schön mit den Kamera Movements und dem Lens Flare am Ende. Okay, machen wir mal eine neue Komposition. Okay, ich mache 27p. Okay, das erste. Machen wir auf die schwarze Ebene einen Text. Wir benutzen die Schrift Subway. Ihr könnt draufschreiben, was ihr wollt. Ich mache den Text ja schwarz. Nein, ich mache es rot, dann sehen wir es. Okay. Jetzt haben wir den Text. Und jetzt laden wir uns einfach in den Hintergrund rein. Also Strang E importieren, ihr wisst ja, wie sowas geht. Ziehen den am besten sollte eine hohe Qualität haben. Ziehen den, ja, ein bisschen groß. Und machen dann die Schrift am besten, ja, wie es euch gefällt. Entweder ihr lasst es in der Farbe, wo ihr habt, oder ihr macht ihn in Schwarz. Schwarz hat dann mehr ein bisschen Ghetto-Style. Okay, ein bisschen größer. Ja, okay. Also, als nächstes machen wir Strang D zu eurem Bild. Dann habt ihr zwei Bilder. Okay, bei dem ersten Bild lasst ihr es einfach so. Und beim zweiten geht ihr hier unten auf Schalter, Modi aktivieren, deaktivieren. Klickt drauf und dann kriegt ihr die Blending-Modus. Okay, also wir gehen auf Gronk 02. Und danach gehen wir auf unser abgerundetes Rechteck. Nein, wir machen ein Ellipse-Tool-Werkzeug, nehmen wir da. Und ziehen, gucken, dass wir es ausgewählt haben. Und ziehen einfach einen schönen Kreis. Okay. Dann gehen wir wieder zu dem Bild. Und tu den Modus auf Addieren umstellen. Okay. Gehen wir auf Maske, drücken entweder F oder tun die Maske aufklappen und dann Masken. Skalierung, also Feather heißt es auf Englisch, deswegen F. Okay, jetzt sieht man, dass es einen schöneren Übergang gibt. Okay, wenn wir jetzt die Maske ausblenden, haben wir so eine schöne Spotlight sozusagen. Okay, also als nächstes werden wir ein paar Paint Splatter reinladen. Also ich habe hier schon mal einen vom Riot JPEG. Den stellt ihr einfach auf Addieren und dann ist der eigentlich schon drauf. Könnt ihr noch ein bisschen verschieben und dann seht ihr, schiebt noch ein bisschen nach oben. Der kommt reingesplattert. Ihr könnt aber auch einfach über Google Search oder sowas, könnt ihr euch Bilder holen. Jetzt auch wieder Riot Gear von Andrew Gramer. Könnt ihr einfach so an die Ecken dran schieben. Das hat auch Style. Ich dupliziere das einfach mal ein bisschen. Wenn ihr die drehen wollt, geht ihr einfach an eines Ende und seht ihr, könnt ihr ganz einfach drehen. Okay, ein bisschen verschieben. Den machen wir ein bisschen kleiner. Okay, schön. Als nächstes tun wir alle Splatter auswählen. Klicken auf diesen kleinen Pfeil, nochmal auf diesen Pfeil. Das müssen wir jetzt bei allen machen. Und machen bei Deckkraft so bei 2 Sekunden ein Keyframe. Einfach auf die kleine Uhr und schon habt ihr bei allen Keyframe, wenn ihr sie alle markiert habt. Okay, dann gehen wir zurück auf 0 Sekunden und tun die Deckkraft auf 0 umsetzen. Okay, jetzt sehen wir, die tauchen so auf. Perfekt. Okay. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt wollen wir aber eine Kamerabewegung haben. Also gehen wir auf Ebene, neu, Kamera. 50 mm passt. Okay. Ja. Das interessiert hier keinen. Jetzt gehen wir auch wieder Schaltermodi aktivieren, deaktivieren. Und machen hier mal. Na, das müssen wir nicht machen. Jetzt gehen wir auf Kamera, transformieren,
Ja, seht ihr hier Position und Zielpunkt. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das Bild auch groß genug ist. Bild, Bild, Bild. Unsere Textur. Ja, ich denke mal, das wird groß genug sein. Also, gehen wir wieder auf Fenstergröße. Gehen wir auf Kamera und machen die so bei 6 Sekunden. Ne? Dann machen wir vor 6 Sekunden, kurz vor 6 Sekunden, machen wir bei Position ein Keyframe. Dann bei 6 Sekunden tun wir die Position ein wenig verändern. Ah, veränder dich. Okay, das hat kleine Probleme. Keine Ahnung warum. Vielleicht habe ich euch auch einfach das Falsche gezeigt. Nein, habe ich nicht. Na egal, wir werden uns gleich wiedersehen. Okay, wir haben das Problem gefixt. Ihr müsst alle Layer und was ihr da auch immer reingeladen habt, auf 3D umstellen. Also einfach hier bei diesem Cube einfach runterziehen und dann habt ihr es. Okay. Also als nächstes machen wir bei kurz vor 6 Sekunden machen wir bei Position ein Keyframe und dann gehen wir auf 6 Sekunden und tun den ein wenig, ja, wir können es noch ein bisschen so machen, bisschen drehen. Dann sehen wir, jetzt haben wir so eine schöne Drehung drin. Nach der Drehung machen wir bei ungefähr der Hälfte zwischen 6 und 8, also 7 Sekunden, machen wir bei Zielpunkt ein Keyframe. Und dann machen wir kurz danach ein Keyframe und tun einfach, ja, wir können es entweder nach oben oder nach unten verschieben. Und jetzt haben wir das kleine Problem, dass unsere Textur nicht so groß ist. Deswegen werden wir sie einfach ein bisschen länger ziehen. Und schon habt ihr eine schöne Kamerabewegung. Also, so sieht es dann ungefähr aus. Nice, nice. Vielleicht könnt ihr euch ja auch noch ein bisschen Sound dazu hinladen. Das kommt auch immer gut. Okay, jetzt sehen wir unsere Drehung. Und die Kamera bewegt sich nach unten. Dann könnt ihr natürlich das auch noch rausschneiden. Und dann könnt ihr einfach noch irgendwie einen Text hinladen oder was weiß ich, was ihr da noch hinmachen wollt. Okay, das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal.